Ey, da brauchen wir ja einen Schluckerl. Ich weiß nicht, ob da ein Schluck reicht. Bei dem Häkchen. Ich glaube, normalerweise die ganzen Hakeln und alles drum und dran solltest du eigentlich da nicht sammeln. Ah, für mehr Gesundheit, sehr gut. Wenn du fliegen kannst oder sonst das Zorn sollst, ist glaube ich erst recht alles aus. Aber solange es geht, nutze ich das aus. Solange es geht, nutze ich das alles aus. Sag's da. Weil derweil im Prinzip gehen wir eigentlich ja quasi so ein bisschen rundherum, aber schaut jetzt schon ein bisschen komisch aus. Ja, einfach nur so ein bisschen seitlich ist mir schon aufgefallen. Ein bisschen seitlich ab und zu. Das ist mir schon definitiv aufgefallen. Mit dem Klettern. Ab und zu, der Haverer tut sich viel, viel einfacher, wenn du seitlich kletterst. Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, aber geht dazu. Ich bin auch komisch, also habe ich wenigstens was mit dem Spiel gemeinsam. Das ist okay. Das ist dann definitiv in Ordnung. Und das nächste Häkchen, Digi. Ganz. Aha. Ja. Wenn ich darf, nehme ich es mit. Ja, wenn ich darf, nehme ich es gleich mit. So, das hätten wir auch gleich mitgenommen. Mehr Gesundheit, ganz wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal da hier wegen der Quest. Unbedingt wegen der Quest. Aber Gott sei Dank wieder gestiegen. Obwohl ich den ein oder anderen Skill jetzt auch mal langsam ein bisschen feiern würde. Aber ich habe ja nichts gesagt. So passt, nächste Mission, let's go! Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Oder wie. Na, was soll ich nicht sagen? Was siehst du? Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Step oder welcher? Aber in letzter Zeit macht sie allein. Ja, aber. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert, bis in den Krater. Zum Trainieren, wenn ich da draußen wäre. Und wenn sie zurückkommt, würdigt sie mich keines Blickes. Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Oh. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach, es ist nicht so wichtig. Bruder, du bist am Arsch. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja, Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht, solange sie in Ordnung ist. Wir reden mal mit Danny. Ja, sicher. Ein Zuhause bauen. So, ja, ich wollte gerade sagen, in welche Richtung? Gleich in der Nähe, oder? Ja, super. Das ist praktisch. So was mag ich, wenn es gleich ums Eck ist. So was mag ich, definitiv. Bin ich definitiv ein Fan davon. Ah, interessant. Mit dem Turm und das Ganze. Ja, die bauen auch einen Fernseher, hallo? Die wollen ja auch ab und zu mal ein bisschen Fernsehen schauen. Und dann würde ich sagen, ja, ich wollte es gerade sagen, so geht es überhaupt aus. Bin ich hier, oder wenn ich jetzt runtergesprungen wäre, bist du deppert. Abwarten, ja, nein, ja, geht. Aber jetzt, Hauerbanga! Alter, bitte krepier! War eh klar. Moin, servus, grüß dich. Alles klar, alles paletti, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Es war so klar, Alter. Es war so klar, dass ich krepiere. War ja der Wahnsinn, Alter. Na super, Alter. Beginnt schon wieder gut. Ach du Scheiße. Ich hätte mir safe erwartet, dass es überlebt. Irgendwie hätte ich es mir schon erwartet. Boah. Glaub, in der Hinsicht bin ich, glaube ich, sogar ein bisschen die falsche Adresse, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich bin normalerweise ein Fan von Ubisoft und alles drum und dran.
Ich mag Assassin's Creed, Splinter Cell-Reihe und die Tom Clancy-Reihe, mag ich wirklich sehr. Aber ich muss, und Far Cry mag ich auch relativ gern, nur ich bin da ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, Avatar, ich bin jetzt nicht so der größte Fan von den Filmen oder irgendwas, das gestehe ich da auch, ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht so, wir haben es geschafft, passt. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan, aber ich finde die Filme relativ gut. Ich finde sie in Ordnung, man kann sie sich geben, ein, zwei Mal, und man sagt, oh geil, aber das war's. Sie waren jetzt noch nie wirklich, außer in 3D, waren sie jetzt noch nie wirklich eine Bereicherung in meinem Leben, sage ich jetzt ganz ehrlich. Aber, Open World, Bombe, wirklich richtig geile Open World, nur, das war's. Das ist das einzige Gute, was ich über das Spiel verlieren kann, weil du hast einen Stamm, wo du reingeworfen wirst, wo du nichts machen kannst, außer nur einen Beitrag leisten. Nicht so wie in Valhalla, dass du sagst, du hast deine eigene Siedlung, die was du erweitern kannst, größer machen kannst, gar nichts. Das ist einmal gleich mal fix. Du bist wirklich so quasi, die Hälfte mag dich eigentlich derweil am Anfang noch nicht einmal. Du musst dich einmal so quasi ein bisschen auch beweisen, weil du Mensch bist, etc. bla bla bla. Also so bei den Menschen aufgewachsen bist, mögen sie dich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise natürlich am Anfang noch nicht. Dann kommt das erst, dann musst du ihr Vertrauen gewinnen. So quasi Standard 0815 Geschichte. Du lernst Charaktere kennen, die was du relativ sehr, sehr schnell in Vergessenheit geraten. Du hast doch quasi so drei oder vier Geschwister sind es insgesamt. Und ich habe mir noch nicht einmal einen Namen von den Geschwistern gemerkt, wo ich mir denke, so, es sagt eigentlich eh auch schon fast alles. Dann, du hast einen Oberschurken wie in Far Cry, so typisch, dass du sagst, okay, es gibt einen Oberschurken, bla bla bla, den musst du am Ende des Tages dann besiegen. Nur taucht er quasi, ich habe jetzt 20 Stunden, warte. Ich glaube, ich habe jetzt 20 Stunden oder 15 Stunden irgendwas. Fliegen habe ich noch nicht können. Ja, 15 Stunden haben wir. Fliegen konnte ich leider noch nicht, so weit bin ich noch nicht mit der Story. Aber ich bin kurz davor, ich bin definitiv kurz davor. Nur, ja, Charaktere sind mir eigentlich eher so relativ wurscht. Der Hauptbösewicht ist bis jetzt nur am Anfang einmal kurz aufgetaucht und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Du kannst typisch Manier wie bei Far Cry Primal kannst du jagen gehen und die Viecher zähmen und alles drum und dran. Das ist dann schon leiwand. Das ist dann schon super. Nur jagen ist super, nur das da finde ich scheiße. Das ist Zielen. Nicht Kim und Korn. Nix. Nur so tust du Zielen. Das ist, ja, das mag das nicht. Wenn, dann will ich gescheit visieren oder gar nicht. Ja, lasse ich jetzt einmal auch so stehen. Und ab und zu der Schwierigkeitsgrad, wo du dir so denkst, Alter, bist du deppert? Wo bin ich gelandet? Normalerweise ein Ubisoft-Game ist wirklich relativ einfach. Aber in Avatar? Nicht schlecht, der Schwierigkeitsgrad. Nicht schlecht. Ich bin jetzt schon ein paar Mal gestorben. Allein. Nicht, weil ich oft genug steppert dafür war, sondern wirklich auch, weil das Spiel schwer ist. Und das finde ich relativ gut. Rationen. Und dann hast du halt natürlich auch so ein bisschen den guten alten Detektivmodus. Sie haben auch das Spiel schon ein bisschen gepatcht, wo du sagen kannst, erst das Spiel ist jetzt auch ein bisschen einfacher. Das ist dann auch so ein, wie gesagt, so ein Detektivmodus, wo du auch Sachen kombinieren kannst, wie in der Batman Arkham-Reihe, nur in schlecht. Dass du sagst, du siehst jetzt was Blaues aufploppen, das kannst du dann mit dem anderen jeweiligen kombinieren, was ich jetzt irgendwie ab und zu nicht so wirklich ganz nachvollziehen kann, was ich kombiniere. Aber ja, sonst, ich muss da ganz ehrlich gestehen, Endfazit, holst dir, wenn es 20, 30 Euro ist. Holst dir dann. Dann kannst du dir definitiv nichts falsch machen. Spätestens in einem halben Jahr
Ultimate Edition, weil es gibt ja immer bei Ubisoft Gold, Ultimate oder Premium Edition oder wie es noch immer heißt, dann hol dir das Game. Weil dann kriegst du wahrscheinlich mit samt DLCs und alles drum und dran auch schon mal 50er. Also das würde ich dir vielleicht eher raten, damit du mehr von deinem Geld dann hast. Aber dabei kann ich da jetzt noch nicht wirklich eine Empfehlung ausschreiben. Ich muss sogar ehrlich gesagt gestehen, ich spiel's gerade ab und zu auch nur deshalb, weil ich auch so viel Geld ausgegeben habe. Sage ich da ganz ehrlich. Aber wenn ich es dann einmal starte, dann bockt's ein bisschen. Es bockt ein bisschen. Du hast aber auch wieder deine 0815 Quest, wo du sagst, geh von A nach B, sammel das, töte das, sammel das ein, beweg dich heimlich von A nach B, etc. etc. Die 0815 Kost, was du halt bei Ubisoft hast. Also gut, wie viel hat Jin dir erzählt? Er meinte, er hätte etwas Falsches angesprochen. Ja, genau. Völlig unpassender Zeitpunkt. Er möchte eine Familie gründen. Eure Rückkehr gab Jin Hoffnung. Doch ich konnte nur sehen, was sie euch angetan hatten. Was sie uns antun werden. Bist du deshalb hier draußen? Ja. Ich komme viel herum. Finde günstige Stellungen. Identifiziere mögliche Ziele. Ich versuche, uns zu beschützen, falls das möglich ist. Viele hier haben keine Ahnung, wie schlimm es werden kann. Ich schon. Frag die gefangenen Tiere. Ich konnte sie nicht schmerzlos befreien. Wo waren sie? Nordwestlich vom HQ. Und es gibt aber auch einen Charakter-Editor. Der jetzt nicht wirklich umfangreich ist, aber es gibt einen Charakter-Editor, wo ich mir so denke, so, dann hättest du es auch gleich bleiben lassen können mit dem Charakter-Editor, aber ich würde nichts gesagt haben. Hättet man vielleicht die 10 Wochen kennen, aber muss das sein. Und die Navi, der Stamm. Manche haben so einen urkomischen Akzent, wo ich mir so denke, so, das ist wieder wunderschön, die Spielewelt ist krank, fantastisch, richtig geil gemacht, aber es ist halt aber leider auch wirklich nur das. Und das ärgert mich. Das ärgert mich uns geheim. Du hast doch quasi deine 0815-Sache zum Abklappern. Du hast doch gewisse Bereiche, wo du auch wieder so gewisse Fähigkeiten auch kriegst. Da hast du quasi so Stützpunkte, wo du quasi einfach die Umwelt säuberst. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil die ein bisschen anspruchsvoll sind. Du hast halt zum Beispiel dein Jagdding, die zum Beispiel, oder deine Bäume, deine Sachen zum Sammeln, wo ab und zu es aber auch ein bisschen hackt mit dem Sammeln, gerade am Anfang, wenn es heißt, diese Brandfrucht, damit habe ich bis jetzt auch immer Probleme mit dieser Brandfrucht, wo ich mir denke, so, da wollt ihr mich nur immer forschen, aber, ja, sonst, ich würde es da ganz ehrlich sagen, ich würde es da gerne empfehlen, aber holst du, wenn es ein bisschen billiger ist. Viel, viel besser dann. Außer wenn es billiger ist, da tut es dir vielleicht aber auch nicht so weh. Aber wenn du sagst, du liebst Far Cry Primal und hast nicht wirklich so extreme Ansprüche an alles drum und dran und schraubst die Ansprüche sogar noch ein bisschen weiter runter, dann ist es ein Game für dich. Wenn du wirklich sagst, okay, passt, Primal hat mir gefallen, Ansprüche ein bisschen weiter runter senken, Grafik, Open World und alles drum und dran ist so richtig meins, dann würde ich sagen, kannst du dir schon gönnen. Dann ist es sicher gar nicht mehr so schlecht. Ja, geht's aus. Und ab und zu fühlt sich das Klettern ein bisschen komisch an. Und was man auch herausgefunden habe, jetzt gerade erst vor kurzem, schräges Raufklettern hilft, damit du leichter raufkommst. frag mich nicht wieso, aber es ist dadurch auch ein bisschen chilliger, dass du einfach zum Aufklettern kommst, weil das ist ja Wahnsinn. Aha. Jetzt bin ich aber gespannt, weil normalerweise aus dieser Pflanze brandfruchtig. Ist die drin? Ist die in deiner Höhle? Schaut so aus jetzt gerade. Ja, fix. Aha.
Okay. Wurst. Knapp. Aber geht eh. So. Und das lassen wir jetzt anders so stehen. Gibt's da irgendwo einen Höhleneingang oder haben die die einfach da eine betoniert? Keine Ahnung. Alles klar. Na gut. Gehen wir einfach weiter. Darf geschießen. Hoppa! Was ist denn da wieder Schens? Was bist denn du jetzt wieder? Gott, die habe ich noch nicht gehabt. Schauen wir sich das einmal an. Oh. Es hat sich jetzt gerade nicht so gut angehört. Das hat sich nach Hunger angehört. Aber gut, dass wir wenigstens mit dem wieder fertig sind. Ah, mal wieder befreien. Na schau. So, kann ich da vielleicht irgendwie was machen? Oder soll ich das einfach abschießen? Schieß mir das Ding einfach an und tschüss vorbei, wie gesagt hab. Na schau. Ich überlege gerade selbst zu jagen. Dani, dieses Wildtier ist sicher. Gut dafür. Unser Gespräch erinnert mich daran, dass ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Oder über etwas anderes. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Reden wir... Ich treffe dich dort. Passt, gut zu wissen, weil dann machen wir gleich mal wieder eine Schnellreise. Kann ich wieder was mitnehmen? Wenn ich so fragen darf, Chefe. Habt ihr wieder was? Du könntest schon teilen mit mir, gell? Also... Das ist auch nicht so, also das ist ja Wahnsinn mit dir. Kommst du, gibst du ein bisschen was. Ist auch nicht frech. Kannst ein bisschen spenden. In der Schule haben sie mir nie etwas zugetragen. Das ist aber schon praktisch mit der Schnellreise immer wieder. Nur jedes Mal was snacken, ist auch ein bisschen eine Sache, Papier, aber wurscht. Müssen wir reingehen, oder? Wie denn der Haverer nochmal? Das finde ich immer leibend. Das finde ich immer super, wenn du dich siehst. Hi! Das schaut eigentlich. Ich wollte es gerade sagen, es hat jetzt irgendwie komisch ausgeschaut. Jetzt irgendwie wieder Boss ausgeschaut. Du bist nur zurück. Im Braun. Nur braunhaarig. Oder habe ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Und die meines Mannes. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Dich aussprechen. Er scheint dich sehr zu lieben. Jin trägt so viel Liebe in sich. Es wäre egoistisch, das an mich zu raffen. Natürlich will er eine Familie. Auf der Erde wuchs ich in einer harten Gegend auf. Regiert von Leuten wie Mercer. Boah. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Voll Wärme und Angst, dass sie mich nicht beschützen können. Das Tier, das du befreit hast. Ich würde gern endlich mal die Erde erleben. So weit denkt es wahrscheinlich nicht. Es liegt in seiner Natur, Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Wie bei allen Eltern, denke ich. Ja, dumme Instinkte und Liebe. Wenn man so ein bisschen mehr Einblick kriegen würde. Er liebt mich zu sehr. Ich habe Angst. Wie soll ich es ihm sagen? Ja, dann mach typisch WhatsApp und tschüss. Mach einfach auf WhatsApp Schluss und halt die Pappen. Oh mein Gott, boah, der ist aber bitter, Alter. Bist du deppert. Einfach auf WhatsApp, drauf geschissen. Scheiß auf jahrelange Beziehung, Digga. Auf einen Knopfdruck ist alles vorbei. Alles klar. So, wieder. Ja, gleich auf Widerstand. Sofort. Ist, glaube ich, definitiv nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube, um das. Ja. Ich glaube, um das werde ich mich definitiv drum kümmern. Ja, fix. 100% mehr Heilung. Das könnte ich definitiv sehr gut gebrauchen. So, wie schauen wir aus? Das ist wieder mit der Rindfrucht und Scharlachpilze. Das ist schon ein bisschen Arsch aus. Obwohl Rindfrucht haben wir. Die Scharlachpilze, glaube ich, habe ich letztens weggegeben. Aber ich müsste genau in dem Zustand die Dinger haben, gell? Normalerweise. Wo sehe ich denn das schon wieder? Ja, Beutel. Die Scharlachpilze habe ich sicher nicht in dem Niveau. 100% nicht.
Aha. Muss ich anscheinend liefern? Wo? Wo, wenn ich fragen darf? Ja, aber da habe ich auch schon wieder die Rindenfrucht, aber leider nicht so, wie ich es gern hätte. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, Brandfrucht. Anscheinend bei irgendeiner Quest bräuchte ich die. Zeig mal hier, das da. Ja, ja, Brand, Zeig auf, woher, bei welchen Clan soll ich mal vorbeischauen. Einmal kurz auf einen Gin Tonic oder was auch immer. Da muss ich's? Nee. Oder da?